So, hallo, ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut hier bei meinem kleinen Filmchen. Und zwar wollte ich heute anfangen mit meinem selbstgemachten Brot. Dazu brauche ich das Levito Madre. Selbstgemachte Hefe, im Deutschen heißt es, glaube ich, auch, gibt es auch Sauerteig. Ich nehme immer das gleiche Mehl zum Füttern, und zwar 550er Mehl. Ganz wichtig. Als allererstes habe ich schon mal eine Waage jetzt hier weggemacht. Als allererstes nehme ich jetzt einmal von meinem Lievito Madre 100 Gramm. Genau, 100 Gramm. So, ich verfahre erstmal so, weil sonst kommt man auch ein bisschen durcheinander. Das stelle ich jetzt an die Seite und mache das nachher fertig wieder für den Kühlschrank. So, ich habe jetzt hier 100 Gramm. Zum Füttern nehmen wir 50 Gramm Wasser und gleich 100 Gramm Mehl, da ich das Brot morgen machen werde. Ja? So, rühre das jetzt hier einmal richtig rum, dass es so eine milchige Angelegenheit wird. So, ich denke, man kann das jetzt hier ganz gut erkennen. Ja, es hat sich richtig gut aufgelöst. Das Wasser da drin, und jetzt ist es auch so, dass es nicht mehr so streng riecht. Ja, so, jetzt kommt natürlich 100 Gramm von dem Mehl rein und das Ganze wird verrührt. So, man sieht, jetzt ist es wirklich schön glänzend, der klebt auch nicht mehr. Und so sieht der Teig aus. Kommt einmal hier rein. Und mit einem Messer macht man ein Kreuz. So. So, das wird jetzt mit Alufolie abgedeckt. Und das soll jetzt wirklich den ganzen Tag gehen. So, mittlerweile sind schon wirklich ein paar Stunden vergangen. Ich habe das jetzt die ganze Nacht zum Gehen gelassen. Ich mache jetzt mal meine Folie hier weg. Deswegen geht die auch so gut weg, da ich ja ein bisschen Olivenöl auf die Folie drauf gemacht habe. Also so sieht das jetzt aus. Ja, das ist mein Lievito Madre, was jetzt gut aufgegangen ist. So, das kommt jetzt erstmal in den Mixtopf rein. Sind jetzt 300 Gramm. Ich nehme immer lauwarmes Wasser, damit mein Hefe, liebe Tomate, nicht so einen Schock bekommt vom kaltem Wasser. So. So, 315 ist okay. So, das lassen wir jetzt erstmal auch noch mal 3 Minuten. 3 Minuten, gehen wir ein bisschen hier, 37 Grad. Ich mache jetzt erstmal Stufe 1, damit sich das auch wirklich alles verrührt, die ganze Hefe. Stelle ich das auch mal, ja, auf 2,5 und auch mal kurz auf 3. Also es darf auf jeden Fall kein Klumpen sein, das wollte ich damit sagen. So. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich lasse jetzt auf 1 stehen. Und hier sind unsere restlichen Zutaten. Da hole ich euch mal etwas näher dazu. Und zwar habe ich hier einmal von dem Roggenmehl 150 Gramm genommen.
630er Mehl, Dinkelmehl, auch 150 Gramm. Und von dem Typ 550 habe ich jetzt 400. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt 750 Gramm an Mehl. Und so sollte das aussehen. Also es dürfen keine Klumpen sein. So, hier kommen jetzt einmal 400 Gramm von dem Typ 550. So, dann einmal 150 Gramm von dem Typ 630. Einmal das Roggenmehl. Ein Teelöffel von dem Honig. Circa 15 Gramm Salz und 3 Teelöffel vom Joghurt. Circa 2 bis 3 Teelöffel Sesam und eine kleine Handvoll Sonnenblumenkerne. Circa 4 Minuten auf der Knettaste. So, nochmal 4 Minuten auf der Knettaste. Soll man, wenn man merkt, dass der Teig nicht genug Flüssigkeit hat, ja, ich komme mal etwas mehr hier hin, dann macht man da einfach oben drin noch mal so ein bisschen Wasser rein. Ich mache jetzt nur noch mal so einen ganz kleinen Schluck rein. So, das muss man immer selber sehen, wie viel man von welchem Mehl jetzt nimmt. Wenn man mehr Roggenmehl nimmt oder dann braucht man meistens immer ein bisschen mehr Wasser. Aber das kann man dann selber sehen. Also das hat man im Gefühl. Hier dreht sich das ganz gut. Ist auch feucht genug, der Teig. Und den lasse ich jetzt erstmal die 4 Minuten schön durchkneten. So, die Zeit ist um. Und jetzt hole ich mal einmal den Teig raus. So sieht das aus. So, hier ist meine Schüssel, die ist ein bisschen mit Öl beteufelt und wird einmal alles so umgerührt, verteilt, sag ich mal. Und hier kommt der Teig drauf. So, schön hier reinlassen, mit Glasifolie abdecken an einem warmen Ort und er muss mindestens, ich würde sagen, 4 bis 5 Stunden an einem warmen Ort. Es kommt immer darauf an, wie warm es in einer Küche ist. So, ich zeige das nochmal hier. Meine Glasifolie ist auch ein bisschen mit Öl beteufelt. Und so decke ich das zu. Und so kommt das jetzt erstmal für 4 bis 5 Stunden weg. So, der Teig ist... Also es ist alles super gut aufgegangen. Das will ich mal zeigen. Und jetzt wird er nochmal verknetet. Und zwar holen wir den hier raus. Einen Moment. So. Man sieht auch ganz gut die Bläschen alle. Und muss jetzt nur gefaltet werden. Also es ist super weich. Und einfach so verarbeiten. Und drehe das jetzt um. Und macht den jetzt eine schöne Form. Wie ihr sehen könnt, hier ist der richtig elastisch. So. So, weiter geht's. Hier habe ich meine Form.
werde mit ein bisschen Olivenöl, ihr könnt aber egal auch anderes Öl nehmen, so, den Teig hier reinmachen, so, zieh das so ein bisschen in Form. So, ich habe jetzt meine Hände ein bisschen befeuchtet und mache das einmal nur so ein bisschen nass. Nehme etwas Sesam, bestreue das hier mit dem Sesam. Wir mögen das ganz gerne. Ihr könnt aber auch was anderes nehmen, Sonnenblumenkerne oder egal, was ihr gerne habt. Mohn. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe. Ich habe den Teig um die 5 Stunden in der Glasschüssel gehen lassen, ja? Also 5 Stunden habe ich den gehen lassen. Und zwar habe ich ihn an einem warmen Ort getan. Ich habe eine schöne Decke drauf gemacht. Und jetzt schneide ich das einmal hier schön ein. So, ich denke, ihr könnt das sehen, wie gut der wirklich aufgeht hier beim Einschneiden, ja? Also ganz toll. So. Ja, und jetzt kommt nochmal die Folie drauf. Ich mache die wieder hier schön drauf, damit das nochmal schön kuschelig warm ist hier. Einmal zumachen und das geht jetzt nochmal für circa 5 Stunden nochmal an einem warmen Ort. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr das abends macht, die ganze Nacht nochmal so lassen. So, das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Der ist jetzt wirklich super aufgegangen. Ich hoffe, man kann das wirklich gut sehen, ja. Und ich habe den jetzt bestimmt, ja, 4 Stunden gehen lassen. Also so, desto länger man den gehen lässt, desto besser ist es. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Ich muss es jetzt machen. Und zwar bei 240 Grad im Ofen. Und zwar, ich würde sagen 55 Minuten. Bei 55 Minuten, dann schaue ich mal, ob der nicht schon gut ist. Ansonsten eine Stunde, sagt man meistens. Wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Wie das aussieht. Schau mal, ob die Kamera so eingestellt. Ja, genau, kann man super sehen. Ah, ein super Brot. Ein super, super tolles, tolles Brot. Einfach. Man hört. Es ist auf jeden Fall fertig. Ich hole das jetzt mal sofort raus. So. Und stelle das zum Abkühlen hier drauf. Ich werde es noch mal ein bisschen reinmachen, weil ich möchte, dass diese Seite auch noch mal so ein bisschen brauner wird. Und lasse das nur für 2 bis 3 Minuten nochmal einmal so drin. So tue ich das nochmal für 2 bis 3 Minuten rein und ich hole es jetzt mal raus. Prima. Ja. Ich finde, es ist super, super aufgegangen. Es hat sich wirklich gelohnt. Die ganze Arbeit. Man muss immer mal wieder was machen für 5 Minuten oder 10 Minuten. Das ist nicht die Welt. Man hat es nicht so schnell fertig. Wie gesagt, ich habe vorgestern Abend schon angefangen, die Lebitomate ein bisschen zu füttern. Und gestern auch nochmal. Und ja, das ist das Ergebnis. Ich versuche es so gut wie es geht, unterm Filmchen zu schreiben, wie das alles gemacht wird. Anschneiden kann ich das jetzt noch nicht, weil es ist sehr heiß und möchte ich auch nicht, weil sonst die Feuchtigkeit von innen so rausgeht. Und das soll ja
nicht trocken sein, ja? Ich lasse das jetzt so abkühlen und werde das dann vielleicht später noch mal anschneiden. Mal schauen. So, damit ihr das einmal von nahen seht, ja, also ist wirklich richtig ein super Brot geworden, ja. Also super, super toll. Ja. Ja, es ist jetzt etwas abgekühlt, nur damit ihr mal hört, wie knusprig das ist. Und werde das später anschneiden. Was ihr hier seht, ist mein Bio-Waschmittel, was ich ja auch schon mal verfilmt habe. Wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal auf meinen Kanal nach. Da sind ja so viele Filme und da ist auch mein Bio-Waschpulver dabei. Nur mal so.